Da hat er da so ein Auto. Der war mal Bulle. Ich weiß nicht, was du meinst. Da hatte er auch einen Schlaganfall oder was? Keine Ahnung. Der ist doch auch von sich. Der ist dann entlassen worden. Ja, weil er hat ja immer einen Schlaganfall. Ja, ein bisschen Geschäftsführer muss man ja. Ist doch echt schön. Bis auf den Spinner mit der Motorsäge. Guck mal, jetzt hört er auf. Da ist er heute Abend auf dem Kartoffelbrot der Held des Dorfes. Hey, hast du da heute gemacht, die Holzschnäre, Holzgeschnäre? Ah ja, an der Motorsäge. Yeah. Es gibt ja welche, die machen grundsätzlich zwischen 1 und 3 dann, weißt du? Mit Absicht. Ich habe vorerst durchgezecht bis morgens um 6, 7. Du willst dann schlafen, dann kommt so ein Spinner daher hier. Ich habe ja mehrere Male den unheimlichen Züchter übelst bedroht. Ja. Der war ja auch, als ich noch so in der wilden Phase war. Habe ich ja bei der Oma noch gewohnt. Und der machte ja auch dann früh ist immer. Um 7 ging das los. Ne? Erst blökten die Kühe und dann machte der auch immer irgendeinen Scheißdreck. Den habe ich ein paar Mal übelst geschimpft. Oder gar bedroht. Auch bedroht. Wie hat er einmal gesagt,
Also hier in der Straße, in der Mauerstraße hat mich ja noch keiner bedroht. Aber der Herr Fischmann. Vielleicht hängt das ja auch noch fest in dir. Da macht die Arbeit noch normal mit dem Fahren. Ich hab's gerade nicht so viel Zeug drauf, wenn wir bald die Arbeit. Ist da nichts passiert? Hier auf dem Land bedeutet das nie gut. Hier glaubt man noch an die Stimme.